Hallo, Happy Halloween, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Halloween-Tag. Genießt den Tag. Es ist eigentlich ein Ehrentag für uns Horrorfilm-Fans, Slasher-Fans. Macht das Beste aus dem Tag. Heute ist ein schöner Tag draußen. Heute ist Sonnenschein. Also, ich gucke heute Halloween-Filme. Ich gucke heute Slasher-Filme. Guckt auch Horrorfilme heute. Wenn wieder heute Abend wieder die ganzen Kinder wieder klingeln an meiner Haustür, eigentlich an jeder Haustür. Wieder wegen Süßes oder so, sonst gibt es Saures. Und zu diesem Anlass wollte ich auch dieses Video machen. Also dieses Halloween Special nenne ich es mal. Indem ich euch meine ganzen Halloween-Filme zeige, die ich in meiner Sammlung habe, also die was mit Halloween zu tun haben. So, den Anfang. Also dieser Tag, also ich finde, das ist ein schöner Tag. Halloween, also besser kann der Tag nicht anfangen. Also erstmal, also ich gucke heute gucke ich. Trick or Treat gucke ich heute. Der Film hat mir richtig gut gefallen. Das ist ein richtig guter Slasher, ein richtig guter Horrorfilm. Der ist auch crazy, der Film. Der gefällt mir richtig gut. Den gucke ich heute Abend. Und ja, den gibt es noch. Da habe ich hier Halloween 1. Aber nur in diesem Steelbook habe ich Halloween. Nicht irgendwie Mediabook oder so. Weil Mediabook hab ich mir nicht geholt. Ich habe nur dieses Steelbook. Guckt mal an, wie schön das aussieht. Schön mit Herbst, mit den ganzen Blättern und alles. Sieht richtig schön aus. Nämlich hier ist auch die 4K drin. Hier ist nämlich auch die 4K drin. Ja. Also richtig. Kultfilm, genau, Kultfilm. Und zu diesem Anlass habe ich auch mein Cannibal-Shirt an. Das habe ich vom Freaky Ruff. Grüße gehen raus an Freaky Ruff. Von die habe ich auch dieses T-Shirt bekommen. Ja, geht's weiter mit Halloween 2. Passend zu Halloween natürlich meine ganzen Halloween-Sammlung. Halloween 2 habe ich hier. Ah, ein richtig toller Film. Hat mir auch richtig gut gefallen. Geht genau da weiter, wo Teil 1 aufhört. Wo Michael Myers am Ende vom Balkon stürzt, vom Teil 1. Und dann unten liegen bleibt, erstmal. Und dann kommt der Polizist, also. Wo Dr. Loomis ihn erschießt im Haus und dann er runterfällt den Balkon und unten liegen bleibt erst und dann gucken sie runter und dann sehen sie, er ist abgehauen, Michael Myers. Er hat überlebt und da geht dann Teil 2 weiter und ja, richtig toller Film. Da ist er hier, Laurie ist er da im Krankenhaus und da kommt dann Michael Myers zu ihr ins Krankenhaus und oh, richtig toll, richtig geile Kills gibt es in dem Film. Mir hat er richtig gut gefallen. Und das Ende fand ich auch toll. Mit dem Feuer, wo er dann verbrennt. So. No, hier dann der dritte Teil. Der dritte Teil hat da nichts mehr mit Michael Myers zu tun. Aber trotzdem spielt er an Halloween. Mir gefällt der richtig gute Film. Ist auch so ein richtig schöner, also da kommt richtig gute Halloween-Stimmung, kommt da auf. Hat zwar nichts zu tun mit Michael Myers, da spielt doch nicht Michael Myers mit, ist klar. Kennt sich, weiß ja jeder. Aber hier Halloween 3, also mir hat da richtig gut gefallen. So, dann kommen wir mit der Hauptreihe weiter. Hier Halloween 4. Ja, hier ist er denn im Krankenwagen. Und der Krankenmann hat einen Unfall und da trifft er wieder auf Dr. Loomis an der Tankstelle und dann fährt er ihm fast über. Da hat er wieder einen Kill in der Tankstelle und dann fährt er ihm fast über
Ja, und so fliegt er dann wieder mit einem Auto. Keine Ahnung, wie Michael fahren gelernt hat, ein Auto fahren gelernt hat, aber hier fährt er mit dem Auto los. Ah, der hat mir auch richtig gut gefallen, der Film. Richtig toll. Also mir gefallen die ganzen Halloween-Filme, von der ganzen Stimmung, von der ganzen Machart. Und auch von Michael Myers, diese Maske und wie Michael Myers dargestellt wird in dem Film. Richtig gut. Und hier auch ein sehr toller Halloween-Film. Halloween 5. Richtig toller Film. Gefällt mir richtig gut. Hier spielt das zum ersten Mal hier das Mädchen mit. Daniela Harris spielt hier das erste Mal mit. Und ja. Nee, stopp. Stopp, hier spielt Daniela Harris mit das erste Mal. Und aber richtig toll, wie sie das kleine Mädchen spielt. Und hier kannst du nicht mehr sprechen in dem Film. Und ist denn, ja, sie nimmt denn, Michael Myers nimmt denn wie sage ich, er nimmt Kontakt auf mit ihr und dann kann die sehen, was er macht. Versteht? Dann kann er sehen, was er macht. Und dann fällt sie immer im Trauma und alles durcheinander bei ihrem Kopf und alles richtig toll. Also wie sie das kleine Mädchen spielt, ist richtig geil. Ja, und hier, Halloween 6 habe ich hier. Auch richtig toller Film. Hier stirbt ja das kleine Mädchen. Ich weiß nicht, ich komme jetzt die ganze Zeit nicht auf den Namen von dem kleinen Mädchen. Ich komme die ganze Zeit nicht drauf, wie das Mädchen heißt. Steht das hier nicht drauf hinten? Okay, also ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Mädchen. Auf jeden Fall stirbt sie am Anfang des Films. Sie kriegt ein Baby und dann bringt Michael Myers sie um. Und tja, das ist crazy, der Film, Halloween 6. Also ich finde es toll, wie sie das dargestellt haben, dass Michael Myers irgendwie ein Kult ist, also so eine Sekte. Und er hat auch immer hier so eine Tätowierung hier auf der Hand. Und dass er dann angetrieben wird von solchen Leuten. So eine Sekte, irgendwie sowas. So hab ich es mitbekommen. Also Halloween 6, toller Film, toller Halloween-Film. Ja. Und dann hier ein Film, das ist jetzt der letzte Halloween-Film aus der Originalreihe. Und zwar Halloween Resurrection. Ja. Hier spielt auch Jamie Lee Curtis wieder mit. Sie stirbt ja am Anfang. Weiß ja jeder, ist ja kein Spoiler. Sie stirbt am Anfang. Und dann kommen die Leute dann wollen die Leute dann in Michaels Haus einen Film drehen. Aber da ist Michael selbst in den Haus und dann bringt er die ganzen Leute um und damit rechnen die Leute nicht. Und also ich finde den Film eigentlich noch ganz gut. Das Ende fand ich toll mit dem Feuer und alles. Und mit den Kabeln, wo er dann da in den Kabeln drinnen rumhängt und mit dem Feuer, das fand ich eigentlich gut. Aber der Mittelteil, geht so. Hätte besser sein können. Also, aber hier Halloween Resurrection. So, und jetzt kommen wir. Das war jetzt die Hauptreihe, die Halloween-Hauptreihe. Dann gab es ja auch noch Remakes. Von Rob Zombie gab es Remakes. Da haben wir erstmal hier, habe ich Halloween 1, also von Rob Zombie in der Unrated. Richtig geiler Film, ey. Also richtig geil, wie Rob Zombie da alles von seiner Sicht aus dargestellt hat. Wie Michael Myers am Anfang, wie er mit seiner Kindheit ist, wie er aufwächst. Das sehr. Sehr verrückte Familie ist das. Die ist wirklich total durchgeknallt, die Familie. Also wirklich. Also ich finde es toll, wie er es dargestellt hat, wie er aufwächst und dass er dann in der Schule auch gemobbt wurde, aber er sich nicht gefallen lassen hat in der Schule und auch den einen umgebracht hat.
Und das und so, er hat auch immer Tiere umgebracht und so. Und dann wollten sie ihn in der Psychiatrie stecken oder sowas. Irgendwie sowas, nee, nicht Psychiatrie, aber sowas anderes irgendwie. Na, auf jeden Fall hat er dann seine Familie dann da umgebracht und dann wollten sie ihn dann irgendwie irgendwie in so eine Einrichtung, irgendwie so eine Einrichtung, und aber das hat alles nichts gebracht. Und da auf jeden Fall, guckt euch den Film an. Gehört auf jeden Fall auch mit zu den Halloween-Filmen. Fand ich richtig toll, den Film. Hier Halloween Unrated im Director's Cut. So, und dann gab es noch einen zweiten Teil von Rob Zombie, den ja viele nicht mögen, aber ich finde ihn toll. Ich mag ihn. Wieder hier mit Michael Myers, habe ich hier in den Unrated. Auch richtig toller Film. Also ich fand ihn gut. Es gibt da zwei Versionen von dem Film. Einmal die Kinofassung und einmal der Red Director's Cut. Also wie ich das so mitbekommen habe, ist beides ungeschnitten. Also beides hat ein anderes Ende. Also der Kinofassung hat ein bisschen anderes Ende und der Director's Cut hat ein anderes Ende. Also ich fand ihn trotzdem toll, den Film. Er ist ja in dem Film Obdachloser, irgendwie so, und dann streift er durch die Gegend und bringt andere Leute um. Und hier ist auch eine Szene in dem roten Gras, wo auch denn die Leute, dann wurde auch denn dann welche in so ein Auto oder in so einen Transporter umbringt. Und richtig brutal. Geil, ey. Ich mag die Filme. Ich mag Slasher. Ich mag Horrorfilme. Ich mag Splatterfilme. Richtig toll, die Filme. So, okay. Das waren meine Halloween-Filme. Habe ich ein bisschen was drüber erzählt? Hab ich da nie irgendwas durcheinander gebracht? Weil die Story ist schon ein bisschen kompliziert von Halloween. Jo, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Halloween-Tag. Genießt den Tag mit eurer Familie oder Freunden. Feiert den. Schmückt eure Wohnung mit Halloween-Sachen, keine Ahnung. Habt ein schönes Essen zu Hause. Ich fahre nachher nach meinen Eltern. Da essen wir zusammen und. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.